Ja, da hoch geht's anscheinend. Und wo soll hier meine Hütte stehen? Ich will meine Hütte. Ich will doch nur in mein Bett. Jetzt kommt sicherlich gleich wieder irgendwas. Na kommt, zeigt euch doch. So, wo ist der Rest vielleicht? Komm mal her. Nimm du das. Ja, lasst mich in Ruhe. Ihr werdet das bereuen. Na gut. Ihr habt es schon bereut. Ach, schon wieder Wölfe. Mama mia. Ja, ihr seht, meine Hütte liegt anscheinend an einem gefährlichen Ort. Genau ins Gesicht, genau zwischen die Augen, genau in den Arsch. Nein. Vorbei. Weiter geht's. Ja. Wo liegt jetzt meine Hütte hier? Muss ich da zurück? Wieso bin ich hier überhaupt hingerannt? Wollt ihr mich verarschen? Was umsonst? Ich Depp. Da geht's entlang. Hier hoch, jetzt haben wir schon wieder ein paar Wölfe, aber die jetzt Latte, die hau ich jetzt zack, 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 weg mit euch, zack, und hast du noch eins? Voll vorbei, und ich leuchte so komisch, das hört mir jetzt erst auf, das ist schon die ganze Zeit. Hey, was ist mit euch los? Aufstehen. Hallo. Ja gut, jetzt müssen sie gerade ein Nickerchen halten, die armen kleinen Wölfe. Gott, wo liegt meine Hütte? Am Arsch der Welt. Gleich noch ein Wolf. Da kommt der nächste. Und gleich noch einer. Da geht's weiter. Gott, liegt meine Hütte im vagabunden Lager? Sieht zumindest so aus. Na komm her, komm, komm, näher. Noch einen Schritt näher, komm. Noch herkommen. Du auch. Und der nächste. Zack. Ah, da kommt dann noch einer. Neunzehn Gildensiegel brauche ich noch. Ach Gott, wo liegt hier nur meine Hütte? Kann mich hier gar nicht an diesen Weg erinnern. War ich hier schon mal? Keine Ahnung. Ich höre schon wieder Wölfe. Wo seid ihr denn? Ja, und da geht's lang. Okay.
War ich hier oben schon mal? Vielleicht gibt's hier was Nettes. Ach, die ist eine blöde Truhe da, die ich hier nicht öffnen kann, weil mir da noch Schlüssel fehlen. Zwei habe ich erst. Gut, die merken wir uns. Jedoch würde ich jetzt gerne rennen. Das mache ich jetzt auch. Rennen, mein Freund, rennen. Ja. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ist das meine Hütte? Sieht ja super aus. Wo soll ich jetzt geraten? Na komm, zeig's mir. Wer zeig's mir? Ja, wo? Wo soll ich hier graben? Ja, Freundchen, Fehlalarm oder was? Ach. Ich schaue mich kurz mal hier um, ob ich hier was Nettes finde. Ist gut, du kläffendes Ungeheuer. Meine Fassel. Ich soll nicht zu viel fluchen, das ist ja schrecklich. Könnt ja ihr nichts dafür, dass der Hund so blöd ist. Na, zeig mal, komm, wo? Dort? Ja? Gut, in Wirklichkeit ist der Hund nicht blöd, sondern ich, aber... $150 liegen hier vergraben in meinem Garten. Was gibt's hier so Nettes? Noch ein Schatz? Ja, dann kam. Ui. Schöne Truhe. Ein Smaragd, ja. Der ist sicherlich viel wert. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal die Bude an, beziehungsweise ich renne mal ins Eck, vielleicht gibt es da noch irgendetwas. Ja, er bellt schon wieder. Jetzt habe ich hier eine Truhe. Das hier gefällt es mir ganz gut, muss ich mal so sagen. Vagabunden Gesichtstätowierung, okay. Und falls ihr halt irgendeine bestimmte Kombination von Klamotten halt euch wünscht, schreibt es mir einfach unten dann in die Kommentare und ich ziehe mir die Sachen an. Ja, ist gut. Was ist denn jetzt? Grabungsort, wo? Wo denn? Ja, wo? Wo soll ich graben? Hallo, kleiner Freund. Du musst mir schon den Weg zeigen. Ach du Scheiße, diese Hunde. Hier. Oder wo? Du hast deinen Knochen vergraben. Da? Ja? Bist du sicher? Nochmal 100 Gold. Jetzt hör mal zu, mein Freund. Du hast mir jetzt bestimmt schon 30 oder 40 verschiedene Grabungsorte vorgeschlagen. Sag mir endlich, wo du einen Knochen vergraben hast. Gibt's doch nicht. Jetzt betreten wir mal das Haus. Drücke E, um an die Tür zu klopfen. Wenn ihr Vandalismus begehen wollt, drückt Rück, um die Sicherheitsmodus abzuhören. Blablabla. Ist wurscht, ich kann auch leise. Ein Haus zu vermieten ist ein großartiger Weg, um an Geld zu kommen. Häuser werden immer gesucht. Soll ich es vermieten? Ich würde es. Auroranische Sandalen. Auroranische Armschienen.
Auroranischer Hut. Auroranische Weste. Auroranische Hose. Das reicht jetzt. Auroranische Pantoffeln. Armschienen, Hut, Hose. Boxer, Hundetrank. Okay. Ach, sieht doch nett aus. Was ist denn das? Fruchtsaft. Nehmen wir uns dann mit. Ja, also vermieten, hallo, wieso? Sieht doch genial aus. Was gibt's hier alles so Nettes? So, hier würde ich gerne leben wollen. Muss man schon mal so sagen. So. F3 kann man anscheinend hier ausmalen und mit 4 habe ich einen Butler oder so. Diesem Ort fehlt es an allem. Ein paar schöne Möbel wären ein Anfang. Ihr solltet ein paar neue besorgen. Schön. Offenbar sind die besten Gegenstände nicht vorhanden. Ja, das mache ich jetzt, glaube ich, hier nicht. Zwei, vier, vierer, zack. Jetzt hole ich mir einfach mal den Butler, was es ist. Trauen wir ihm das zu? Macht was Ordentliches draus? Geh erstmal hier oben rein. Was gibt's da? Spielzeugbogen. Ein Teddybär. ...40 Goldmünzen. Ja. Was gibt's hier drin? Noch ein Teddybär. Also ich glaube, solche Sachen kann man dann gut den Kindern geben. Ach, da unten gibt es noch einige Sachen, die ich noch nicht... Aua! Die ich noch nicht genau angeschaut habe. Das da zum Beispiel. Spüle, okay. Ja. Egal. Ich würde jetzt doch sagen, Jesper, richte mir hier was Schönes ein. Zack, ja. Leider kann ich dieses Haus nicht verbessern. Glücklicherweise kann das niemand. Es hat seinen Höhepunkt bereits erreicht. Wie witzig. Oh, 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 das wollte ich nicht. Ja, aber ich glaube, das war es dann jetzt auch hier schon mit dieser Aufnahme. Ich habe jetzt, glaube ich, über 1,5 Stunden aufgenommen. Gut. Wir reisen jetzt einfach mal in unser Hauptquartier zurück. Ich zweifle nicht daran, dass die Leute aus Brightwall euch schließlich folgen werden. Zeigt ihnen nur, was ihr könnt. Und sie müssen einfach eure Anhänger werden. Ja, wenn sie halt so nicht auf mich hören, dann komme ich halt mit Soldaten einmarschiert. So einfach geht es. Nein, jetzt mal ehrlich. Ich schlage hier sicherlich jetzt den lieben, netten Akarion-Weg ein. Ja, ich bin doch ein lieber netter Kerl. Ich kann keinem was Böses antun und so wird es dann auch bleiben. Ja, dann gehen wir mal schnell speichern. Wo war das nochmal? Ich glaube, Spiel verwalten. Genau, ab in den Speicherraum. So. Ja, wir entscheiden uns einfach mal für den Vagabunden hier in der Mitte. Zack, Spielstand. Überschreiben. Machen wir natürlich. So, und dann, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich verabschiede mich jetzt. Also dann, bis bald. Ciao.